Ebenso wie beim King of Pop. Auch ihn hat das Heft jahrelang begleitet. Michael Jackson, die wohl wunderlichste Persönlichkeit der Popgeschichte. We got to the club and sat down. Ich habe Michael Jackson einmal in einem Club getroffen. Ich saß da mit ihm und wusste nicht, was ich zu so einem Genie sagen soll. Das Einzige, was mir einfiel, war: Du bist also Vegetarier? Er begann davon zu erzählen und es wurde die langweiligste Unterhaltung, die ich je erlebt habe. Irgendwann habe ich mich dann einfach umgedreht. Es war sterbenslangweilig. So ein brillanter Künstler und dann sagt er nur: Oh ja, ich bin schon so lange Veganer, das ist sehr wichtig. Ich dachte nur, gleich kriege ich Kopfschmerzen. Etwa 10 Minuten später ging er dann auf die Tanzfläche und legte los. Wir waren sprachlos. Wow, der Kerl tanzt unglaublich. Michael Jackson, ein Jahrhunderttänzer, ein Jahrhundertkünstler. Das 7. von 9 Kindern steht bereits mit 4 Jahren erstmals auf der Bühne. Ein Leben für die Show. Er hat nie eine öffentliche Schule besucht. Er war Millionär aus eigener Kraft, schon im zarten Alter von 8 Jahren, damals mit Jackson 5. Er musste im Studio Songs aufnehmen als kleiner Junge, während die anderen draußen Basketball gespielt haben. Er durfte da nicht dabei sein, es wäre aber sein größter Traum gewesen. Aber durch die harte Schule des Vaters wurde er auch zu dem Megastar letztendlich. Michaels Aufstieg scheint endlos. Immer wieder sprengt er die Grenzen des Genres und ab Mitte der 90er inszeniert er sich selbst als King of Pop. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sollte man haben. Weil um so lange so erfolgreich zu sein, muss man natürlich einen so radikalen Wunsch haben, also ständig im Rampenlicht und im Mittelpunkt zu stehen, weil man das sonst, denke ich, gar nicht schafft. Mehr als 200 Millionen verkaufte Alben. Einer der höchst dotierten Plattenverträge aller Zeiten. Die meistbesuchten Tourneen weltweit. Der King of Pop bewegt die Massen. Und ist schon zu Lebzeiten ein Mythos. Allein Thriller geht mehr als 60 Millionen Mal über die Ladentheke und ist bis heute das meistverkaufte Album aller Zeiten. Gleich 3 der Single-Auskopplungen landen auf Platz 1 der US-Charts. Und auch bei den Musikclips setzt Jaco immer neue Maßstäbe. Statt einfacher 3-Minuten-Videos dreht er Minispielfilme mit Millionenbudget. Abseits der Showbühne lebt der Megastar jedoch eher zurückgezogen. Also auch zu Thriller und Bad-Zeiten hat niemand ein Interview mit ihm bekommen. Er war ja immer so der Mysteriöse, der Unnahbare. Und ich war als einziger Journalist weltweit beim Scream-Videodreh dabei in Los Angeles. Das ist das teuerste Video aller Zeiten. Ein Leben für die Superlative. Der Clip verschlang geschätzte 7 Millionen Dollar. Madonna und Michael Jackson. Immer wieder erfinden sie sich neu. Denn nur wer sich wandelt, bleibt sich treu. Ich mag es zu überraschen, mich ständig zu verändern und mich niemals zu wiederholen. Mal der All-American Vamp, mal in Lack und Leder. Madonnas Wandlungen sind legendär und folgen dem Motto: Hauptsache sexy, mondän und glamourös. Eben königlich. Das gehört sich ja so für eine Pop-Majestät. Auf jeden Fall sind, glaube ich, Madonna und Michael Jackson die Pop-Ikonen unserer Zeit, wo sehr schwer noch irgendetwas rankommt. Also auf jeden Fall, wenn es die zweimal nicht gibt, dann ist das wahrscheinlich so, wie damals Elvis und Janis Joplin gestorben sind oder so. So, Michael Jackson bleibt für mich immer noch der King of Pop. Also würde es ihn nicht geben, würden ganz viele Künstler, die heute jetzt sind, wie Justin Timberlake, wie Usher, hast du nicht gesehen, nicht so singen können, wie die jetzt singen, weil er hat sehr viele Leute inspiriert. Und das ist Michael Jackson.
Justin Timberlake tanzt sogar so wie der King of Pop. Und auch Britney Spears verbeugt sich vor dem Thron des Giganten, um gleich darauf Madonna zu hofieren. Ich bin nicht über Nacht zu dem geworden, was ich bin. Dafür habe ich lange und hart gearbeitet. Sicherlich gibt es viele andere Frauen mit ähnlichem Potenzial, aber sie werden nie genauso sein wie ich. Phänomenal, wie jung sie im Kopf geblieben ist, wie diszipliniert sie ist, wie toll sie tanzen kann, ihre Beine um den Hals schlingt. Ich bin schwer begeistert nach wie vor von Madonna. Sie holt sich immer wieder aktuelle, interessante Leute ran. Und das zeigt ja, wie jung sie im Kopf geblieben ist. Das spiegelt sich in allem, was sie macht, wieder. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ihr bringt mich um. Hoffentlich würdigt ihr Typen, was ich tue, um Platten zu verkaufen. Du musst halt auch, glaube ich, als Mensch extrem exzentrisch sein, dass du halt auch es immer wieder schaffst, die Leute einfach wieder mitzureißen oder dass du dich einfach wieder so krass kaputt machst, dass aus dir wieder selber was Neues entsteht, wie so ein Phönix, weißt du, der sich verbrennt und aus der Asche kommt wieder was Neues raus. Und das hat Madonna auf jeden Fall geschafft, Michael Jackson auch in Teilen, aber dem ist halt auf jeden Fall eine Menge dazwischen gekommen. Und genau darum geht am nächsten Donnerstag. Jackos Absturz, Eminems Wutausbrüche und schockende Rocker. 50 Jahre Bravo mit den größten Aufregern und Skandalen der Popwelt.